Wer den Peter Bixel suche, dem müsse ihn beide, sagt man zu Solothurn. Darum treffen auch wir den bekannten Dichter im Kreuz beim Landhaus. Sein Schreiben und seine Liebe zu den Beizen allerdings, das will der Peter Bixel klar getrennt haben. Ich gehe in die Beiz, auf jeden Fall nicht für Leute treffen, ich gehe in die Beiz, um allein zu sein. Alleine zu sein unter Leuten. Folglich rede ich auch nicht drüber. Es ist eine Gewohnheit und ich staune, dass das so etwas Aussergewöhnliches sein soll. Ebenso wenig kann Peter Bixel mit einer zweiten Legende über ihn anfangen. Seine Geschichten, sein literarischer Stoff, hole er sich hier an den Stammtisch. Es ist einfach nicht wahr. Es ist einfach nicht wahr. Schreiben kommt vom Lesen. Ich habe die Welt nicht in der Beiz lernen können, sondern die Welt in Büchern lernen können. Ich habe die Welt im Kino lernen können. Und sicher nicht in der Beiz. Und Geschichten fallen einem nicht ein in der Beiz. Und Geschichten sieht man nicht und findet man nicht in der Beiz. Eine völlig blödsinnige Vorstellung. Wenn einem eine Geschichte so einfällt, gibt es gar nichts anderes als im Arbeitsraum an den Tisch sitzen und zu warten und zu denken und zu hirnen. Die Geschichten kommen aus dem Kopf, die Geschichten kommen aus dem Bauch und nicht aus der Umgebung. Seit gut 30 Jahren schreibt und lebt Peter Bixel in Solothurn. Seine Literatur hat meistens mit dem Leben, dem Alltag von diesem Land zu tun. In seinen Kolumnen greift er aktuelle Themen auf, schreibt von den Veränderungen und von dem, was hier immer gleich bleibt. Was bedeutet ihm eigentlich Heimat in Solothurn? Ich bin hier daheim. Und man ist dort daheim, wo man seine Ärger hat und wo man seine Sorgen hat und wo man seine Leute hat. Ich ärgere mich über Solothurn. Ich ärgere mich über Solothurner Politik. Ich ärgere mich nicht über Appenzeller Politik. Ich ärgere mich über Solothurner Politik. Hier bin ich daheim. Und heimkommen ist auch heimkommen ins Leben. Und Leben ist ein Dilemma. Und Leben ist mitunter auch Ärger. Und Leben ist mitunter auch Freude. Aber ein Solothurner bin ich eigentlich nie geworden. Dass er dabei ganz fest zu Solothurn gehört, erleben wir einen Moment später. Ja, wir können. Der Peter Bixel hat dem Solothurner in seinem neuesten Buch eine Geschichte gewidmet. Und der Mann hat die Geschichte gerade gelesen und ist mit seiner Beschreibung rundum zufrieden. In der Altstadt hat der Peter Bixel sein Büro. Da wird nachgedacht, da entstehen, wenn er nicht gerade im Zug unterwegs ist, seine Geschichten, seine Bücher. In einem Reich, wo es eigentlich das Museum ist, mit Bildern, Fotos, Andenken, wo ihm erst das Arbeiten eigentlich richtig möglich machen. Ich bin immer da, ich bin über den Tag immer da. Auch wenn ich nichts zu tun habe, halte mich da auf. Ich brauche sehr viel Zeit für mich selber. Und da meine Ruhe, das Wichtigste da ist, ich brauche einen Arbeitsweg, um überhaupt zum Arbeiten zu kommen. Daheim käme ich nicht zum Arbeiten, ich würde einfach rumtrödeln und irgendetwas anderes machen und so. Das nicht zuletzt auch darum, weil Schreiben für den Peter Bixel alles andere als eine einfache Sache ist. Seit er Mitte der 60er Jahre von Schreiben hat, blockt ihn dieser Prozess auch heute immer noch. Man muss können warten. Man kann nicht hinsitzen und sagen, jetzt schreibe ich, los, jetzt wird geschrieben. Es ist eine dauernde Warterei, ein dauerndes Warten auf Sätze, ein Warten auf Anfänge. Und neben dem, was ich geschrieben habe, hatte ich im Grunde noch einen guten anderen Beruf Platz gehabt. Aber er hat nur wegen der Warterei keinen Platz. Nicht gewartet hat er auf seinen heutigen Geburtstag. Das sei unwichtig, sagt er. Gibt es trotzdem Wünsche für sich oder die Schweiz? Ich habe keine Wünsche, weil sie nichts nützen. Und meine Wünsche würden nichts ändern. Wir können die Welt nicht mit Wünschen verändern.